Hallo zusammen, und zwar haben wir ein neues Spiel, nämlich drüber Brock oder Brock, Brock. Ja, das macht halt jeder für sich. Es ist scheinbar ein deutsches Game, ich habe mich da nicht weiter dazu informiert. Ich habe das bloß gerade gesehen in meiner Twitch-Bibliothek. Wer Amazon Prime-Kunde ist, der kriegt ja da immer ein paar Spiele geschenkt. Hab da jetzt mal so nachgeschaut, was ich denn so für Games da habe. Und da habe ich das entdeckt. Da habe ich gedacht, uiuiui, vielleicht ist das ja was für mich. Hier steht es ja drüber, Brock, Germany, 1967. Das ist der alte 5-D-Mark-Münze, glaube ich. Ja, die große, das war 5 Mark. Ich habe ja da auch noch nicht gelebt. Bin erst ein Jahr später zur Welt gekommen. Nee, Quatsch. Ein paar Jahre später. Ein paar Monate mehr. So, aber ich würde sagen, fangen wir mal an. Tja, der Tank ist leer und dein Motor wird mir langsam zu heiß. Ich kümmere mich drum. Geht gleich weiter. Wo sind wir hier bloß gelandet? Das wüsste ich auch gern. Aber hier haben wir schon mal Sternzeichen. Erkennt die irgendjemand wieder? So, was hat sie gesagt? Der Motor wird zu heiß und der wird langsam kalt oder irgend sowas. Haben wir hier ein Inventar? Aber der Himmel sieht schön aus, finde ich. Der Himmel sieht sehr schön aus. Das ist eine Tankstelle. Tiny Rock Gas Station. Ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Das ist schön, aber wo hatten die jetzt Tiny Rock gelesen? Na egal. Kein Saft. Was machen wir denn Kein da? Saft. Kein Saft, kein Benzin. Kann man hier irgendwie... Moment mal. Zeigen und klicken, gehen und interagieren. Doppelklick, Powerwalk. Ach so, okay. Das ist ja immer so bei den meisten Point-and-Click-Adventure. Gehen wir mal daher. Powerwalk hier. Da geht's ab, die Luzi. Ist hier im Spiel oder bei mir vorm Haus? Jemand hat seinen Werkzeugkasten vergessen. Das ist aber schön. Den können wir uns gönnen. Geplündert, bis auf eine rostige Zange. Eine rostige Zange sah die aber noch gut aus. Also wir müssen... Das ist ein Eisreklame. Hanseneiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Oh ja, ich auch. War geil. Man scheint Wert auf das Einhalten der Kühlkette zu legen. Okay. Wie gehe ich denn hier in mein Inventar? Mädchen. Mädchen. Die Tür. Hallo, jemand da? Essen auf Rädern, Steuerfahndung, ja. Bitte lassen Sie mich rein. Ich bin auch ganz sicher kein Vampir. Aber die hat eine sehr schnucklige Nase, hä? An goldische Zinke hat's die alte Kratzbürste. So. Mach mal hallo, jemand da, oder? Hallo? Ist jemand da? Ich brauche wirklich dringend Benzin. Okay. Jetzt mal kurz was dazu. Wenn die gute Frau hier rumgeht und da reinschaut, kann die sich das Klopfen sparen, oder? Mein Vater hat immer gesagt, das Schaufenster ist die dritte Haut des Inhabers. Schlauen Vater. Abgeschlossen. Natürlich. Ach Mit so. einer Zange die Tür öffnen? Ich wüsste nicht wie.
Türklinke ab, aber das nützt ja auch nichts, wenn abgeschlossen ist. Verdammt! Können wir hier irgendwie dahinter gehen? Ja, Schritte, Schritte im Dunkeln. Oder in die andere Direction. Ja, komm. Was machen wir denn da? Wir gucken erstmal. Kein Sprit mehr. Und der Motor ist heiß gelaufen. Ach so, wir brauchen Sprit auf jeden Fall. Ohne Sprit kein Ritt. Mit der Zange komme ich hier auch nicht weiter. Aber wir könnten da reinschauen. Entschuldigung, ich musste gerade was horchen ohne Kopfhörer. So, komm, mach auf. Keine Chance. Zugefroren. Ernsthaft? Nein. Man scheint Wert auf das Einhalten. Kein Saft. Könnten wir da machen, Leute. Meine Reifen sind zum Glück noch ganz in Ordnung. Schreibt's mal jetzt in die Kommentare. Vielleicht so. Ein Kurzschluss und mir fliegt alles um die Ohren. Wie wissen du mit einer Zange jetzt hier einen Kurzschluss verursachen? Junge Frau, ich darf doch sehr bitten. Kein Saft. Okay. Aber was können wir machen? Die Bank? Abgesehen von all dem Sand und Schutt, der ewigen Dunkelheit, den Massen an Stechmücken und dem fürchterlichen Gestank nach Benzin, könnte es hier eigentlich ganz gemütlich sein. Ja, aber wenn wir weiter so rumzittern hier, Mädel, dann stehen wir ab morgen... der ewigen Dunkelheit und dem Fürcht... Könnte dann stehen wir morgen früh noch hier. Ab was übersehen. Aber da kommen wir auch nicht weiter. Ach so, die Dachrinne konnten wir anklicken. Als ob es hier jemals regnen würde. Man weiß ja nie. Ein versteckter Ersatzschlüssel. Ernsthaft? Das war ja einfach, als wenn er gefunden werden wollte. Ja, irgendwie, oder? Okay, da haben wir einen Schlüssel gefunden, der in einem Fallrohr einer Dachrinne steckte. Oh, jetzt habe ich das Falsche angeklickt. Essen auf Rädern, Ihre Bestellung. Jetzt müsste jemand aufmachen, ich würde mich so weghauen. Hey. Passt. Das war irgendwie zu einfach. Jetzt ist es kein Einbruch mehr, jetzt ist es nur unbefugtes Benutzen, glaube ich. Ganz schön finster hier. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Aber es gab doch bei den Point-and-Click-Adventuren gab es da mal eine Taste, wo man die Hotspots einsehen konnte. War das die Leertaste? Ja. Ja, seht ihr das? Irgendwas stimmt nicht mit diesem Bild. Ein versteckter Schalter. Aha, da können wir die Zapfsäulen einschalten. Das muss der Hauptschalter sein. Jetzt kommt der Besitzer, da kriegt man einen Arsch voll. Vielleicht können wir das alles noch besser reparieren. Stromkabel. Nee, oh. Hey, warum? Warum hast du jetzt das das Stromkabel durchgeschnitten? Hackt's? Ach, Mädel. Okay, die Zapfsäulen gehen dann jetzt... XXL, wohl, ohne nachfüllen. Zapfsäulen gehen jetzt wahrscheinlich dann auch wieder nicht mehr, weil wir haben ja gerade das Stromkabel gekappt. Ziemlich angestaubt.
Ja, klar. 20% Brötchen, 5% Aufschnitt und 75% Folie. Mhm. Nein, danke. Aber wer lässt denn die hier liegen? Kannst ja Mucken gar nicht mehr verkaufen. Die alten Semmeln. Kirschkuchen? Also wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee. Doch, doch, das geht schon. Kirschkuchen und, Kirschkuchen und Kaffee ist schon nice. Wir sind hier so weit draußen. Würde mich wundern, wenn diese Karten jemals irgendwo ankommen. Was ist denn das? Habt ihr das auch gerade gehört? Ich habe nur noch ein paar Mark übrig. Die kann ich hier draußen eh nicht gebrauchen. Du hast eine spitze Nase, Mädel. Aber wie spitz. Schon wieder dieser gruselige Song. Kaffee. Kaffee. Also wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee. Schon wieder. Mach mal das Geleier aus. Was würde ich jetzt geben, um dort zu sein? Ein immer, Foto von einem Büffel. Ah, immer alles schön angucken und der Guten nicht ins Wort fallen. Die Landschaft auf dem Bild erinnert mich irgendwie an zu Hause. Wisst ihr was? Ich kenne das Bild. Daytona Beach Race 58. Was für ein Ereignis. Wer kennt es nicht? Alter, meine Ohren. Wir gehen jetzt mal raus und gucken mal, was die Zapfsäule macht. Ist das laut, hey. Jetzt funktionieren sie wieder. Schön ausdrücken. Du bist ja halb verdurstet. Nicht, bevor ich nicht auch noch den Motor gekühlt habe. Oh. Kannst du mal das Geleier ausmachen? Moment mal. Macht sie nicht. Das ist ja der Hass, Leute. Hallo. Draußen ist das noch lauter. Meine Ohren bluten. Mach doch mal. Ich muss hier weg, die Musik. Eiskalt. Genau, was ich brauche. Die Mucke macht mich wahnsinnig. Hier. Eine wohlverdiente Abkühlung. So, und jetzt Abfahrt. Losfahren, ja. Nur wohin? Ich muss mich irgendwie orientieren. Straße? Oh, hätte ich bloß die Scheiße ausgelassen. Gibt's da drin? Abgesehen von all dem Dating und dem Wohl könntest. Gibt's da drin irgendwelche Karten? Habe ich was übersehen? Oh, ich träume heute Nacht schlecht. 100 Pro. Jetzt vielleicht. Diese hier zeigt die nähere Umgebung. Ich nehme sie mal mit. Ja, und dann weg. Bisschen ab vom Schuss. Egal. Wir werden schon unseren Weg finden. Verdammt. Weg hier. Das hätten wir. Los geht's. Ja, komm, steig auf. Mach an. Nun komm schon. Spring an. Nein, nein. Schon wieder die Ölpumpe. Bitte was? Sieht so aus, als würden wir hier noch eine ganze Weile feststecken.
Puh, und ich dachte schon, das hört nie auf. Ist er mal höher gefahren, das war der Prolog. Oder kommt jetzt der Prolog? Mit einem alten Pulli. Deutschland, 1967. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Wann geht der nächste Bus zurück in die Stadt? Beverly, ich bin angekommen. Ausgespuckt in der düsteren Leere Europas. So gesehen könnte dieser Ausflug zum besten Urlaub aller Zeiten werden. Ich fühle mich schon richtig entspannt. Okay. Er ist gerade in Deutschland und sagt, in der düsteren, was war das? Der düsteren Hölle Europas oder so? 1967. Hier sieht man noch das geteilte Deutschland. Ah ja, hier bin ich. Kann man die Karte mitnehmen? Ah ja, hier bin ich. Verdammt. Seht ihr das hier? Das war die Bushaltestelle. Mein Tor zur Außenwelt. Bitte, bitte, ich will reden. Okay, seht ihr das hier für den Geschichtsunterricht? Das war Deutschland bis 1990, oder? 1989. Auf jeden Fall waren wir da gerade in Ungarn im Urlaub, als Westdeutschland in der DDR eingefallen ist. Nee, andersrum. Als die Wiedervereinigung war. So, was ist das? Bis zur nächsten Stadt sind es zig Kilometer. Da ist der Lack ab. Gehen wir uns ertränken, oder? Oder nur eine Runde schwimmen. Aber was ist denn das? Sieht kalt aus. Der Typ mit dem VW-Bus, warum hat er uns hier rausgelassen? Am Arsch der Welt. Warum hat er... Ach, weil hier die Straße zu Ende ist, oder? Aber der Bus fährt ja. Ja, nee, ist klar. Tretbootverleih. 1 Stunde, 1 Mark. Okay, aber kein einziges Tretboot weit und breit. Ach, herrje, Mini. Eine Wanderkarte der Region. Der obere Teil ist abgerissen. Hades. Tretbootverleih, Souvenirs, Anglerbedarf. Geschlossen. Ich frage mich, was das ist. Ich kann es dir nicht sagen. Eine kleine Ortschaft. Jan Böhmermann, wirklich? Nach kurzem Fußmarsch den Ort erreicht. Trüberbrook. Ein beschauliches Dörfchen. Wirkt etwas heruntergekommen. Ich muss zugeben, Beverly, ich habe mich jetzt schon in dieses Örtchen verliebt. Nee, ich muss mich dann mal, nach der Aufnahme hier werde ich mich mal über das Spiel informieren. Jan Böhmermann, den kennt man ja eigentlich. Eisdiele hat geschlossen. Die Katze erstmal jetzt. Nee, ist ein Fuchs, oder? Ein Hund. Falls ihr das wisst, falls ihr mehr über das Spiel wisst als ich, verzeiht mir meine derzeitige Dummheit. Das ist womöglich das Wahrzeichen des Ortes. Okay. Möbiuspalast. Lichtspielhaus. In der Auslage ist eine Auswahl lokaler Wurstspezialitäten und Fleischkreationen ausgestellt.
Wurstebrei, Stippgrütze, Schlachteplatte, Potthucke, tote Oma. Potthucke, das klingt total lecker. Potthucke. Tote Oma kennen wir ja. Das geheimnisvolle Dorf. Wer guckt sich sowas an? Na, du gerade. Lichtspielhaus, das ist nur ein Kino. Eine Pension, vielleicht bekommen wir hier ein Zimmer, einen Schlafplatz am Herd oder so. Das muss meine Unterkunft sein. Oh, habe ich da gerade Dorffest gelesen? Kleinanzeigen, Aushänge, Bekanntmachungen. Bald findet ein Dorffest statt. Aufregend. Achso, nee. Wir gehen mal hier rein. Suchen uns ein Zimmer. Also wir lassen uns eins verpassen. Nabend. Kennen hey. Wir. Das ist die vom Anfang. Keiner da, wa? Sieht nicht so aus. Thomas Fedrowitz. Keiner da, dann nehmen wir uns eine Angel. Ziemlich viele Angeln haben sie hier. So, wer bist denn du? Wo sind denn alle? Ich habe hier eben noch jemanden gesehen. Danke für die Zusammenarbeit. All diese schönen Menschen. Okay. Ja, schön ist relativ, das wissen wir ja. Muss sich um eine Art Ahnengalerie handeln. Stimmt, zur Skizzierung von den Entwicklern, oder? Man weiß es nicht. Nur Zimmer. Da geht es zu den Zimmern. Ja, lass loslegen. Es können nicht viele Zimmer... Oh, jetzt habe ich es weggelegt. Entschuldigung. Es können nicht viele Zimmer vergeben sein. Alle Schlüssel sind noch da. Jetzt haut's aber gleich die Mietze am Boden. Warum ist denn hier niemand? Ei, was ist denn passiert? Entschuldigung, wenn das ich... Das Menü müssen. Des Tages. Nichts. Da weißt du erstmal Bescheid. Ich sollte erstmal einchecken. Für Service bitte klingeln. PS... Draußen nur Kännchen. Aber die haben es schon. Also, ich finde es toll, dass sie das in Englisch schreiben auch. Das ist ja so hinter irgendwo in der Unterwelt von Deutschland und da kommen sicherlich viele Touristen hin. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hallo? Ich gebe nicht auf. Ach du meine Güte. Guten Abend. Sie wünschen? Für mich ist hier ein Zimmer reserviert. Das Gewinnspiel? Sie wissen schon. Ich habe den Aufenthalt gewonnen. Gewonnen? Wie gewinnt man einen Aufenthalt in Trüberbrook? Tja, also... Ich kann mich selbst gar nicht daran erinnern, bei einem Gewinnspiel mitgemacht zu haben. Aber ich habe diese Gewinnbenachrichtigung bekommen. Wie war nochmal der Name? Ja, wie heißt man denn? Dr. Hans Tannhauser. Hans U. Tannhauser Junior. Dr. Hans Tannhauser. Dr. Hans Tannhauser. Tannhauser, Tannhauser... Elevenhauser. Der war gut. Dr. Hans Tannhauser. Ja, richtig, hier steht's ja. Und sagen Sie, ist das Zimmer auch ruhig? Aha. Brauchen Sie es denn ruhig? Ich arbeite an einem Text und könnte etwas Ruhe gebrauchen. Text? Sind Sie ein Schriftsteller oder sowas? Nein, ich bin Doktor der Philosophie. Beides Sinne. Ich bin Physiker. Eigentlich arbeite ich an einer Universität. So würde ich es nicht nennen. Was bin ich denn? Ich mach das mal Eigentlich so. Arbeite ich an einer Universität.
Ich schreibe gerade eine Abhandlung über Quantenphysik. Macht ja nichts. Heute Abend ist das große Dorffest. Da könnte es etwas lauter werden. Aber ansonsten ist hier von der Lautstärke her nichts zu befürchten, sag ich mal. Hier ist dein Schlüssel, Dr. Tenhauser. Ich bin übrigens Trude. Sagen Sie, wo sind eigentlich all die anderen Gäste? Sagen wir mal so. Die Saison in Trüberbrook ist schon vorbei. Mir scheint, als wäre die Saison schon länger vorbei. Das könnte natürlich durchaus möglich sein. Dunkle Nacht. Tenhauser trifft einen Fremden. Bitte, du musst mir helfen. Ist der Typ gerade mit meinen Aufzeichnungen verschwunden? Beverly, etwas Ungewöhnliches ist passiert. Ich hatte einen ungebetenen nächtlichen Gast in meinem Zimmer. Jetzt ist er verschwunden. Ich nehme die Verfolgung auf.